Dune Part 2 ist endlich hier und ja, ich habe ihn auch gesehen im Kino. Und in diesem Video gibt es meine Spoiler-Review zu Dune 2. Alles, was mir gefallen hat, alles, was mir nicht gefallen hat, wobei den Punkt können wir schon wegstreichen. Und alles Mögliche, meine Meinung zu Dune, auch mit Spoilern in dieser Review. Fangen wir also direkt an. Und ich glaube, ihr habt es schon ein bisschen in meiner Stimme gehört. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin komplett überwältigt von diesem Film. Also Dune Part 2 hat mich komplett, also komplett umgehauen. Als ich aus dem Kino rausgegangen bin, nach meinem Kinobesuch, war ich wirklich ein paar Minuten sprachlos. Also ich musste das wirklich verarbeiten, denn Dune Part 2 ist ein Brett gewesen. Das ist wirklich ein Brett. Das ist kein normaler Film. Das ist kein 0815 Blockbuster, wo man rausgeht und denkt, ja, das war ein ganz guter Film. Bei Dune war ich wirklich sprachlos. Und das macht mich so glücklich, dass es so einen Film heutzutage in der heutigen Kinolandschaft noch geben kann. Fangen wir mal direkt an mit den Sachen, die mir gut gefallen haben. Weit voran natürlich das Offensichtliche, das Visuelle. Also wirklich, es gab so viele Sequenzen in diesem Film, insbesondere im dritten Akt, in der finalen Schlacht, wo ich mir dachte, das kann doch kein echter Film sein. Wie haben die das bitte hinbekommen? Wie haben Denis Villeneuve und sein Kameramann Greg Fraser das bitte hinbekommen? Denn visuell ist Dune Part 2 mit Abstand einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also wirklich visuell vom CGI her, von den Bildern her, von den Farben her, ist das einer der schönsten Filme überhaupt. Also ich weiß nicht, wie man das Visuelle vom ersten Teil getoppt hat, aber man hat es auf jeden Fall geschafft. Denn die Bilder in diesem Film sind noch gewaltiger, noch beeindruckender und noch viel aussagekräftiger als im ersten Film, und das ist einfach etwas Fantastisches zu sehen. Also das CGI ist so verdammt gut und man merkt, man hat auch nicht wirklich viel CGI hier verwendet. Man hat viel auf das Praktische gesetzt, man hat sehr viel praktisch gedreht und das sieht halt alles einfach sowas von schön aus. Die Farben und die verschiedenen Welten sind sowas von gut getroffen und einen Wüstenplaneten auf so viele verschiedene Arten und Weisen zu zeigen, dass es immer wieder schön aussieht, aber auch zum Beispiel die Heimatwelt der Harkonnen, Gedi Prime, sieht sowas von gut aus. Also, was die sich da einfallen lassen haben mit dem Schwarz-Weiß und der Entsättigung bei Fate Rothers zum Beispiel, das war einfach nur genial. Dune ist visuell einer der besten Franchises, die es gerade gibt, wenn nicht das Beste überhaupt. Also ich finde, Dune Part 2, was dieser Film visuell macht, ist einfach eine Wucht. Und dann merkt man, das ist ein Film fürs Kino, das ist ein Film für die große Leinwand. Und genau das dachte ich mir auch nach dem Film. Und neben den fantastischen Bildern, also wirklich den fantastischen Bildern, über die ich noch eine Stunde reden könnte, haben wir auch einen Soundtrack vom Greatest of All Time, vom GOAT Hans Zimmer. Und ja, ich weiß, Hans Zimmer macht gute Soundtracks, no shits, aber ich muss es halt trotzdem sagen, Hans Zimmer findet immer wieder neue Wege, mich zu beeindrucken. Hans Zimmer meinte immer in Interviews, dass er bei Dune einen Soundtrack erschaffen wollte, der wirklich so klingt, als würde der von einer anderen Welt kommen. Er wollte kein klassisches Orchester benutzen, wie alle anderen Science-Fiction-Filme. Er wollte wirklich Klänge und Rhythmen und Stücke komponieren, die einfach so klingen, als würden die auch von Arrakis oder von dem weit, weit entfernten Universum von Dune stammen. Und in diesem Film merkt man das, glaube ich, noch ein bisschen krasser. Es gibt ein, zwei Tracks, die höre ich mir die ganze Zeit jetzt schon an bei der Aufnahme. Und ich denke mir, was zur Hölle? Wie kommt man bitte auf so einen Klang? Das klingt sowas von außerirdisch. Das klingt so komisch, aber im guten Sinne. Und ich finde, was Hans Zimmer hier für einen Soundtrack abgeliefert hat, ist einfach nur fantastisch. Ich liebe diese wirklich starken choralen Gesänge, diese Trommeln, diese Didgeridoos und diese ganzen verschiedenen Instrumente. Und generell dieser gesamte Klang von Dune ist so was von beeindruckend. Und das nochmal im Kino zu erleben mit einem heftigen Soundsystem, das hat mir wirklich den Rest gegeben. Mit diesem fetten Bass auch noch. Also das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich für die nächsten paar Jahre wahrscheinlich nicht vergessen werde. Und neben dem beeindruckenden Soundtrack und den wirklich beeindruckenden visuellen Effekten muss ich auch zu den Figuren und zu der Story kommen. Denn Dune Part 2 ist auf jeden Fall von der Handlung her auch, ich denke mal, besser als Part 1. Man merkt, Part 1 war dieser langsame Auftakt, dieser langsame Aufbau für eine größere Zukunft. Und jetzt ist diese größere Zukunft hier. Denn die Handlung von Dune Part 2 ist so viel komplexer als Teil 1. Also in diesen 2 Stunden, 46 Minuten passiert so
viel mit unseren Figuren. Paul Atreides hat die Charakterentwicklung des Jahrhunderts, also wirklich, was mit diesem jungen Mann passiert, ist einfach nur beeindruckend. Was mit seiner Figur passiert, wie er den Film anfängt und wie er den Film beendet, das sind zwei verschiedene Menschen. Genau wie Lady Jessica. Ich fand ihre Entwicklung, ihr Werdegang zur ehrwürdigen Mutter, das fand ich sogar ein bisschen erschreckend. Und ich fand, Rebecca Ferguson hat so einen guten Job gemacht, das zu verkörpern, wie sie mit dieser religiösen Macht umgeht. Das fand ich einfach nur sehr, sehr, sehr krass, weil ich fand wirklich Lady Jessica als die Reverend Mother, also als die ehrwürdige Mutter der Fremen, sie hat mir wirklich Angst gemacht an vielen Sequenzen, als sie ihre Stimme benutzt hat, als sie dann gesagt hat, dass sie die verschiedenen Fremen auf die Seite von Paul Atreides umschwenken möchte, als sie wirklich mit diesen Menschen spielen wollte, als wären sie einfach nur kleine Puppen in einem größeren Spiel. Das hat mir wirklich Angst gemacht und die Performance ist für mich, glaube ich, sogar mein geheimes Highlight von Dune Part 2. Austin Butler als Fate Rother war einfach unfassbar psychopathisch und der hat mir wirklich Angst gemacht. Er war sowas von gruselig, sowas von furchteinflößend und seine ganzen Sequenzen, sei es der Gladiatorenkampf auf Giddy Prime oder auch seine Einführung, das war einfach sowas von creepy und sowas von komisch, aber wieder im guten Sinne, es war so absurd zu sehen, wie Austin Butler diese Rolle verkörpert und zu sehen, dass das der Schauspieler war, der Elvis Presley mal gespielt hat, das finde ich einfach unfassbar. Also Austin Butler weiß, wie man mit seiner Stimme umgehen kann. Seine Stimme als Fate Rother war auch unfassbar gut. Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber bis zum Ende hin fand ich das richtig, richtig stark. Und generell, Fate Rother war eine Figur, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und auch sein Duell gegen Paul Atreides am Ende fand ich einfach nur brutal gut. Dann haben wir auch Christopher Walken als Imperator Shaddam IV. Er hatte zwar nicht so viel zu tun, aber auch seine Performance war echt stark. Also man merkt, dass er der Imperator ist. Man merkt seine Präsenz, seine Macht über das gesamte Universum. Und man merkt, dass man wirklich eine Legende wie Christopher Walken gebraucht hat für so eine prägnante Rolle. Und natürlich fand ich die restlichen Schauspieler auch fantastisch. Also auch Baron Vladimir Harkonnen war genau wie im ersten Film unfassbar gut. Und auch Dave Bautista als Raban hat einfach die Energie zu 110% gehabt. Also immer wenn er rumschreit und rumeskaliert, fand ich das einfach richtig, richtig stark. Und da habe ich mich auch manchmal zusammengezuckt, weil er auf einmal richtig laut geschrien hat. Und ich finde, diese Wucht, diese Performance, die er auch im ersten Teil hatte, ist auch im zweiten Teil genauso gut. Und eine Person, die mir auch wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, war Zendaya als Chani. Also ich finde, Zendayas Performance war auch hier sehr, sehr stark. Sie zeigt unfassbar viele Emotionen. Sie zeigt Liebe und Trauer und auch noch Betrug und so viele weitere Sachen, dass mir das unfassbar gut gefallen hat, was auch Zendaya hier schauspielerisch mit der Rolle von Chani gemacht hat. Im ersten Teil hatte sie ja wirklich nichts zu tun, aber im zweiten Teil kann sie so viel mehr zeigen. Und die Beziehung von Paul und Chani war wirklich unfassbar gut. Von Anfang bis Ende zu sehen, wie sie sich verlieben, wie sie ihre Beziehung so weiterentwickeln und wie diese Beziehung dann am Ende des Films kaputt geht, weil Paul mit seiner Macht nicht umgehen kann und dann irgendwie versucht, die Tochter vom Imperator, also Prinzessin Irulan, zu heiraten und dann zu sehen, wie Zendaya da betrogen wurde und wie sie dann ihren eigenen Weg am Ende des Films geht, das fand ich alles unfassbar stark, wirklich sehr dramatisch, aber wirklich so stark geschauspielert von allen Parteien. Das hat mir wirklich Gänsehaut gegeben. Und bevor ich ihn vergesse, auch Javier Bardem als Stilgar, der war auch für mich ein Highlight in diesem Film. Er hatte auch im ersten Film nicht zu viel zu tun, aber in diesem zweiten Film hat er so viele wirklich fantastische Szenen. Man merkt, wie viel Glaube ihm bedeutet, wie viel Glaube Stilgar Paul schenken kann. Wir sehen wirklich von Anfang bis Ende des Films, dass Stilgar fest davon überzeugt ist, dass Paul Atreides der Lisan al-Ghaib ist, der Messias, der Retter der Fremen, der sie ins Paradies führen wird. Und ich fand das einfach so krass zu sehen, diesen Kontrast zum Beispiel zwischen Chani und Stilgar. Also Chani ist ja sehr rational, sie glaubt nicht an diese ganze Prophezeiung. Sie sagt auch, mit dieser Prophezeiung machen sie uns zu ihren Sklaven. Das sagt sie, glaube ich, sogar so im Film. Und Stilgar ist halt genau das Gegenteil. Stilgar ist fest davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt, dass Paul der Messias ist. Er glaubt an die Prophezeiung wie kein anderer. Javier Bardem hat das so gut geschauspielert, insbesondere im dritten Akt, als Paul Atreides auch gesagt hat, ich bin der Messias, ich bin der Lisan al-Ghaib. Dann diese Reaktion zu sehen von Stilgar, wie er wirklich felsenfest davon überzeugt ist von seinem neuen Anführer, das fand ich irgendwie erschreckend, aber halt wirklich unfassbar gut geschauspielert. Und das hat die gesamte Thematik der Religion in diesem Film nur noch verstärkt.
Also neben den wirklich fantastischen schauspielerischen Darstellungen von diesen ganzen fantastischen Figuren haben wir auch die Thematiken in diesem Film und zum Beispiel auch die Thematik der Religion. Und ich fand, das war auch einer der besten Sachen in diesem Film, wie dieser Film mit dem Thema von Religion umgeht. Wie es ist, Glaube zu haben, Glaube zu verlieren, diesen religiösen Konflikt zu haben, wie es ist, eine Prophezeiung zu erfüllen oder nicht. Und einfach zu sehen, wie Paul Atreides mit dieser Macht umgeht. Ist er der Messias? Ist er der Lisan al-Ghaib? Wird er die Fremen ins Paradies führen oder nicht? Und einfach zu sehen, wie Paul und auch seine Mutter, Lady Jessica, mit dieser religiösen Prophezeiung umgehen, das fand ich unfassbar spannend von Anfang bis Ende. Zu sehen, wie Lady Jessica diese Prophezeiung wie eine Art Propaganda verbreitet, um die Fremen im Süden zum Beispiel auf ihre Seite zu ziehen, war schon ein bisschen erschreckend. Und dann im dritten Akt zu sehen, wie Paul diese Prophezeiung wirklich akzeptiert und dann auch sagt, ja, ich bin der Messias, ich bin euer Anführer, niemand kann sich gegen mich stellen. Das fand ich unfassbar stark. Das war wirklich auch eine ziemlich erschreckende Szene, einfach zu sehen, wie viel Macht Paul jetzt hat, was mit diesem Jungen geworden ist aus dem ersten Teil und wie er sich jetzt in eine etwas düstere Richtung entwickelt, weil er so viel Macht hat über die Fremen. Das fand ich einfach sehr, sehr, sehr stark umgesetzt und das war auch wirklich ein Moment, wo ich wirklich Gänsehaut am ganzen Körper hatte. Das war ein Moment, wo ich mir wirklich dachte, wow, das ist eine Wucht. Und falls ich es nicht vorher schon gesagt habe, Timothée Chalamet als Paul war wirklich fantastisch. Also ich glaube, er verdient auch einen Oscar nächstes Jahr für seine Performance in diesem Film, weil ich finde, der Werdegang von Paul Atreides, darauf habe ich mich ja am meisten gefreut im Vorhinein und das habe ich auch bekommen. Am Anfang haben wir noch diesen kleinen Jugendlichen, diesen kleinen Mann, der noch keine Ahnung von den Fremen hat, der wirklich sehr gutherzig ist, wie Chani es sagt. Diese Gutherzigkeit, das war auch der Grund, warum Chani sich in Paul verliebt hat. Aber dann bis zum Ende zu sehen, wie er mit dieser religiösen Macht umgeht, wie er zu viel Macht erlangt und dann trotzdem der Anführer der Fremen wird, das ist einfach ein fantastischer Werdegang, der von Timothée Chalamet einfach richtig, richtig gut dargestellt wurde. Also mein Hut ziehe ich auf jeden Fall ab, denn Paul Atreides Werdegang fand ich von Anfang bis Ende sowas von stark und sowas von umwerfend, das hat mich wirklich umgehauen. Und neben der Religion haben wir auch verschiedene andere Thematiken, wie zum Beispiel Politik und auch Liebe und natürlich auch das Thema vom Schicksal und wir haben auch das Thema von Träumen und Visionen, die in diesem Film auch eine wichtige Rolle spielen. Paul hat so viele verschiedene Visionen, die in die Zukunft hineinschauen und dann sieht er, dass ein religiöser, ein heiliger Krieg ausbrechen wird in seinem Namen. Milliarden werden ihre Leben verlieren, sie werden den Hungertod sterben, sagt er im Film, wegen ihm und das macht ihm am Ende auch nichts mehr aus, denn am Ende des Films kämpft er gegen die großen Häuser und dann sagt Lady Jessica wirklich in einem der letzten Sätze im Film, der heilige Krieg beginnt. Auch wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Ende. Und dann merkt man schon, okay, es muss einen dritten Teil geben und ich bin mir sehr sicher, dass das zweite Dune-Buch, also Dune Messiah, auf Deutsch Dune Messias, auch noch verfilmt wird und ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass Regisseur Denis Villeneuve diesen dritten Dune-Film machen wird, um dann die Trilogie abzurunden und ich sag's euch, wenn Dune Messiah, also der dritte Film oder das zweite Buch, wenn die das wirklich verfilmen und wenn Denis Villeneuve es schafft, Dune Messiah auf dem Level weiterzuführen, wie Dune Part 1 und Dune Part 2, dann haben wir hier wirklich einer der besten Film Trilogien aller Zeiten. Das ist zumindest auf jeden Fall meine Meinung. Und ihr merkt, ich rede wirklich sehr positiv über diesen Film, weil es gibt wirklich kaum etwas, worüber ich meckern kann. Das Einzige, worüber ich mich nicht so 100% freuen kann, ist tatsächlich das Ende. Ich habe ja gerade gesagt, es war ein starkes Ende und ich bleibe dabei. Die Endszene war sehr, sehr stark. Also nach dem ganzen Duell zwischen Fate, Rother und Paul, wie dann der Imperator seinen Ring geküsst hat und wie dann Paul sagt, führt sie ins Paradies, wenn es um die großen Häuser geht. Und wie dann Lady Jessica noch gesagt hat, dass der heilige Krieg beginnt. Das alles fand ich sehr, sehr stark. Aber ich bin ehrlich, dass das Ende trotzdem für mich zumindest zu offen war. Ich meine, das Ende war auch in diesem Film einfach viel zu offen. Im ersten Film macht es ja Sinn. Also da habe ich auch ein offenes Ende erwartet. Kein Problem, weil es ist ja Part 1. Aber ich dachte zumindest Part 2 wird ein etwas abgeschlosseneres Ende haben, um zumindest die Erzählung vom ersten Roman zu beenden. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja nicht das erste Buch und dann das zweite Buch. Dune Part 1 und Dune Part 2 erzählen die Geschichte vom gesamten ersten Dune-Roman. Das ist ein Roman, das ist ein Buch. Und ich finde, das Ende von Dune 2 hätte ein bisschen abgeschlossener werden können, ein bisschen abgerundeter, sodass man diese Geschichte zumindest für jetzt abschließen kann. Aber ich fand, das Ende war trotzdem ziemlich stark, aber es war, wie schon gesagt, ein bisschen zu offen für meinen Geschmack.
und es war ein bisschen zu offen, weil man eben natürlich einen dritten Film anteasert. Und ich hoffe zumindest, dass das Ende vom dritten Film, wenn der irgendwann rauskommt, dann auch die Trilogie schön abrunden kann. Und wie schon gesagt, wenn das dann passiert, wenn wir dann einen guten dritten Dune-Film bekommen, mit einem guten, abgeschlossenen Ende, dann haben wir hier, genau wie Herr der Ringe oder die originale Star-Wars-Trilogie, einer der besten Filmtrilogien, die die Welt jemals gesehen hat. Also ich ziehe wirklich meinen Hut ab vor den Neville Neuve und Greg Fraser und dem gesamten Cast von Dune Part 2, denn das ist für mich einer der besten Filme der letzten paar Jahre gewesen. Das ist ein Film, der mir definitiv in Erinnerung bleiben wird. Das ist ein Film, den ich mir in den nächsten paar Wochen, Monaten, Jahren so oft nochmal anschauen werde. Und ich bin wirklich froh, dass es heutzutage noch solche Filme geben kann. Dass ein Studio wie Warner Brothers dem Regisseur Denis Villeneuve so viel Vertrauen schenkt, dass er eigentlich vollständige kreative Freiheit hat, so einen Roman auf so eine Art und Weise darzustellen. Ich bin einfach richtig, richtig froh, dass es solche Filme geben kann in einem Zeitalter von Sequels und Prequels und Remakes und Spin-Offs. Und ich bin so happy, dass ich das im Kino erleben durfte. Ich sag's euch, wie es ist. Das sage ich nicht nur, weil ich noch im Dune-Hype bin, das werde ich auch in einem Jahr sagen. Das ist einer der Filme unserer Generation. Und in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten wird man zurückblicken auf die Denis Villeneuve Dune-Filme und man wird sagen, das waren unter anderem die besten Filme unserer Zeit. Das unterschreibe ich mit voller Sicherheit, denn ich finde, Dune Part 2 ist wirklich einer der besten Filme unserer Zeit. Von mir bekommt der Film im jetzigen Moment eine 9,5 von 10. Wie schon gesagt, das Ende war mir ein bisschen zu offen, aber ansonsten ist das wirklich ein perfekter Film und das Paradebeispiel dafür, wie man Science-Fiction umsetzen soll. Das ist wirklich ein Science-Fiction-Epos, ein Science-Fiction-Kriegsepos auf einem Level, was ich persönlich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und deswegen bin ich so happy und so dankbar und so glücklich, dass ich das im Kino erleben durfte. Ich bin wunschlos glücklich und ich freue mich auf Dune Messiah in den nächsten 3-4 Jahren. Ich habe keine Lust mehr zu warten auf den dritten Teil, aber ich glaube, es wird sich halt einfach lohnen. Denn Dune Part 2 ist auf jeden Fall einer der besten Filme unserer Zeit. Bin ich der Einzige, der Dune Part 2 so sehr mochte oder fandet ihr den Film genauso gut? Schreibt mir gerne eure Meinungen, Ansichten zu Dune Part 2 gerne jetzt unten in die Kommentare rein. Das war's für diese Spoiler-Review. Macht's gut, euer Superlogi. Bis zum nächsten Mal und ciao.